Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Baden-Württemberg-Duell in Groß-Asbach. Der Gast aus Karlsruhe konnte mit einem Sieg auf Platz 2 springen. Ja, und Timo Röttger und seine Groß-Asbacher, die wollten ihre tolle Serie von 9 ungeschlagenen Heimspielen in Folge ausbauen und einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Die erste Chance der Partie gehörte aber den Karlsruher nach einer Flanke von Damian Rosbach. Der Kopfball von Marvin Pourier bereits in der zweiten Spielminute. Pourier, der trifft ja zurzeit, wie er will. Hier scheiterte er allerdings an Kevin Broll. Alois Schwarz und sein Kollege Florian Schnorrenberg im Hintergrund, die sahen eine intensive erste Halbzeit und in der 6. Minute diese Szene, Foulspiel von Piso an Meiser, Fragezeichen, ja, die Berührung ist schon da, die Pfeife blieb aber stumm. 27 Minuten bereits vorbei, dann die erste Chance für Groß-Asbach und zwar für Philipp Herrscher, aber Karlsruhe hat auch einen starken Keeper hinten im Kasten mit Benjamin Upoff, der vereitelt diese Chance auf starke Art und Weise. 6 Minuten später, gute halbe Stunde rum. Die Karlsruher mal über die Flügel. Das machen sie ja gerne, wenn der Gegner tief steht. Dann dieses Missverständnis in der Groß-Asbacher Abwehr. Und Manuel Stiefler ist der Nutznießer. 33. Minute, 1-0 für den Gast aus Baden. Julian Leist und Kevin Broll behindern sich gegenseitig. Ja, und dann schießt der Stiefler da in diese minimale Lücke zwischen den Groß-Asbacher Verteidigern und dem Pfosten. Den muss man auch erstmal genau dahin platzieren. Kurz vor der Halbzeit diese Szene. Schuss Anton Fink und Julian Leist mit der Hand ganz weit weg vom Körper, aber eben am Ball. Elfmeter, die richtige Entscheidung und gelbe Karte für Julian Leist ebenso. Anton Fink, der Rekordtorschütze der dritten Liga. Er trat gleich selbst an und fand seinen Meister in Kevin Broll. Starke Parade vom Groß-Asbacher Schlussmann. Und jetzt hören Sie mal hin, was da bei dem raus musste. Voll intensive erste Halbzeit in Groß-Asbach. Dann war Halbzeit und der Stimmungsboykott, der auch hier bei dieser Partie in der ersten Halbzeit vollzogen wurde, er endete zur Halbzeit. Also in der zweiten Halbzeit nicht nur auf dem Platz einiges los, sondern auch auf den Rängen. 52. Minute, gelb für Jonas Meiser wegen taktischem Foul und genauso eine hatte er in der ersten Halbzeit auch schon gesehen. Logische Folge, gelb-rot. Harte Entscheidung, aber durchaus vertretbar. Bitter für den jungen Mann in seinem erst zweiten Startelf-Einsatz für Groß-Asbach. Gute Stunde rum, langer Ball von Karlsruhe. Eigentlich ein seltenes Stilmittel bei den Badenern, aber sie spielen das super aus. Und Pourier erhöht auf 2-0 für den KSC. Super Überblick hier von Manuel Stiefler nach seinem Tor in der ersten Halbzeit. Also jetzt die Vorlage und Marvin Pourier mit seinem 9. Saisontor. Einfach eiskalt, guckt sich Julian Leist und Kevin Broll einfach aus. War es das jetzt in dieser Partie? Ein Mann weniger und 2-0 Rückstand. Kommt Groß-Asbach da nochmal? Die Antwort, ja. 71. Minute, Şkiprim Binakay. 1-2 nur noch. Der eingewechselte Kroate profitiert hier von der zu kurzen Faustabwehr von Benjamin Upoff und verkürzt für seine Mannschaft. Zittern also nochmal für den KSC und für Alois Schwarz, aber es ging alles gut. Es passierte nichts mehr in dieser Partie und der KSC feiert einen 2-1 Auswärtssieg im Baden-Württemberg-Duell. Ja, da steht es 1-0 für die und dann hast du natürlich ein bisschen schwer. Dann spielen sie mit ihrer Routine dann alles gewissermaßen gut runter. Und auf dem tiefen Acker hier und bei dem Regen wird es auch natürlich schwer, dann fußballerisch zu glänzen. Zuerst bin ich sehr zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war unser Riesenziel. Wir konnten auf den zweiten Tabellenplatz springen. Wir wussten, dass es hier ein schweres Spiel wird, dass hier noch keiner gewonnen hat. Wir wollten die erste Mannschaft sein, die hier gewinnt. Und deswegen bin ich schon allein deswegen glücklich, dass ich mit meinem Tor und mit dem Assist noch dazu beitragen konnte. Freut mich natürlich. Die Karlsruher feierten also mit ihren 2000 Anhängern einen 2-1 Auswärtserfolg im Baden-Württemberg-Duell und springen so auf Platz 2 in der dritten Liga.